Bilder der Natur abstrakt in Acryl umsetzen ist mein heutiges Thema. Und viele von euch werden es kennen. Du warst im Urlaub, du hast eine wundervolle Wanderung gemacht und du wünschst dir, das Ganze mitzunehmen in deinen Alltag. Heute zeige ich dir, wie du mit einfachen Methoden wirklich wunderschöne Bilder oder die Bilder der Natur umsetzen kannst in Acryl auf Leinwand. Ich erzähle dir im zweiten Schritt dann auch ein bisschen was über die heilsamen Aspekte, wenn du mit Formen und Farben arbeitest. Und am Ende des Videos erfährst du, wie du das Ganze dann natürlich auch in deinen Alltag integrieren und dann eben auch umsetzen kannst. Mein Name ist Karin und auf meinem Kanal geht es um Malerei und um die heilsamen Aspekte, wenn du mit Formen, Pinsel und Farben arbeitest. Wenn du magst, abonniere gerne meinen Kanal, damit du in Zukunft rechtzeitig informiert wirst über neue und aktuelle Videos. Wenn du Interesse hast an heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten, habe ich dir hier meine Playliste vorbereitet. Bevor ich jetzt anfange zu malen, brauche ich natürlich ein bisschen Futter. Das heißt, ich gucke jetzt mal nach, was ich so alles finde an irgendwie tollen Urlaubsfotos, an ja, Aufnahmen. Ich muss einfach mal ein bisschen wühlen und gucken. Ja, wir kommen hier erstmal zum Material und Technik. Also das sind gängige Acrylfarben aus dem Fachhandel und ich habe mich jetzt hier für ein Triptykon entschieden, weil ich einfach insgesamt gern so male. Vom Foto her würde ich dir zu Anfangs, nimm nicht so eine schwere Aufnahme. Also ich habe jetzt hier nirgendwo ein Bildchen hängen, sondern ich mache es jetzt eher so gefühlsmäßig, intuitiv, was so die wichtigsten Momente in dem Urlaub waren. Die Farben Andalusiens, ne, eher braun gehalten. Das sind jetzt so, ist jetzt so meine Intuition, das, was ich jetzt da umsetzen möchte. Und ich beginne gern mit großen, flachen Pinseln, mit viel Wasser natürlich. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Leichtigkeit. Ja, du könntest jetzt theoretisch auch noch Steine oder Muscheln mit einfügen, die kann man draufkleben mit der Heißklebepistole. Wär eine Möglichkeit. Ich habe jetzt mich hier dagegen entschieden. Ich wollte einfach wirklich nur mit Farben das Ganze umsetzen. Und hier benutze ich eine Spachtel. Also ich arbeite gern mit Spachtel oder in Spachteltechnik, weil einfach dadurch die Malerei oder die Bilder ein bisschen lockerer, aufgelockerter sind. Ja, und auch statt der Spachtel, du kannst alles verwenden. Das ist das Schöne an der abstrakten Malerei, dass man wirklich so ziemlich alles mit einbinden kann. Ne? Breite Pinsel, Gabel, du kannst da völligst frei schalten und walten. Das ist das Schöne daran. Ne? Und da sind wir eigentlich so gesehen schon im Hauptteil, nämlich diese heilsamen Aspekte, wenn du malst. Ja? Also in dem Augenblick, wo du dich für Formen, Farben entscheidest, beginnt unbewusst oft ein Heilungsprozess. Ja? Ich sage immer gern in meinen Workshops oder wenn ich im Einzelcoaching arbeite, bring deine
Seele zum Singen. Und es ist jetzt vollkommen egal, ob das jetzt Farben sind, ob das Malerei ist. Auf meinem Kanal geht es natürlich hauptsächlich um Malerei und um Kunst. Es könnte ja auch Tanz sein. Was auch wunderschön ist, ist Tanzen und Malen gleichzeitig. Eine ganz tolle Variante, ne? Bestimmte Farben und Formen haben heilende Aspekte. Und drum liebe ich auch dieses intuitive Malen. Ja, also ich weiß oftmals wirklich nicht, was da jetzt passiert bei den Bildern. Das ist ja das Spannende, sondern ich lasse mich so gesehen leiten, lenken, intuitiv, fühl rein, spüre rein, ne? Was brauche ich gerade, was fühle ich gerade, und das versuche ich dann umzusetzen. Aber ich möchte jetzt ganz gerne noch ein paar Schritte mit dir zusammen zurückgehen. Im Endeffekt beginnt der heilsame Aspekt ja schon, wenn du beobachtest. Ne? Du bist draußen, viele meiner Videos handeln ja auch darüber, nämlich dieses Beobachten draußen von Mutter Natur. Und da befinde ich mich so gesehen schon im richtigen Achtsamkeitstraining. Unbewusst, ne? Wir machen das Ganze ja nicht wirklich bewusst, sondern oftmals so unbewusst. Und dann nehme ich diese ganz tollen Eindrücke nämlich liebevoll mit nach Hause. Vielleicht habe ich ein paar Fotos gemacht mit dem Handy oder mit der Kamera. Und dann versuche ich das Ganze eben umzusetzen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt das 1:1 umsetze, sondern intuitiv. Hier zum Beispiel verwende ich gerade Sand. Das kann Sand sein, direkt vor Ort, den ich eingesammelt habe. Das müsste jetzt aber sogar Vogelsand sein. Dadurch wird es ein bisschen 3D-mäßiger, die Bilder. Sieht man dann nachher auch zum Abschluss, wenn ich mit Tusche noch das Bild fertigstelle. Ja, und nun geht es darum, diese Elemente, na, das Malen, die Intuition, ja auch in den Alltag mit einpflegen, in den Alltag mit übernehmen. Und das ist oftmals, da spreche ich natürlich auch aus eigener Erfahrung, gar nicht so einfach, oftmals besteht die Gefahr, dass wir es einfach vergessen im Alltag. Ne? Der Stress, die Kollegen, die Bürotätigkeit, allein schon die Anfahrt, wenn du in der Großstadt arbeitest, das sind oft so Stressmomente, und da vergisst man gerne diese Intuition oder dieses liebevolle Malen vom Wochenende, vom Workshop. Und ich kann dir da wirklich nur empfehlen, nimm etwas Persönliches mit, was sich immer in deiner Tasche befindet. Wenn du die Möglichkeit hast, im Büro, die meisten können es ja mitnehmen oder irgendwo auch hinhängen, ne? Dann stell dir so ein kleines Bildchen, was du gemalt hast, von der Natur, wo du gerade gewandert hast, so ein ganz kleines Bild, stell es sichtbar irgendwo hin, ja? Und wenn du das Gefühl hast, alles wird wieder viel zu viel, oder du hast gerade ein bisschen Stress mit Kollegen, dann guck in einer ruhigen Minute auf dein Bild und versuche, eine Verbindung herzustellen. Eine Verbindung zu diesem Stückchen Fleck Natur. Also das wirkt bei mir immer Wunder. Ich habe das also, egal wo ich arbeite, stelle ich mir dann immer so ein kleines Bildchen hin, so was, ja, in Augenhöhe, dass ich es also wirklich sehe. Und wenn das Ganze dann, wenn es mir zu stressig wird, dann versuche ich wirklich, eine Verbindung herzustellen zu diesem Fleckchen Erde, und es funktioniert und ich werde augenblicklich ruhiger. Ja, das ist also wirklich echt irre und es hilft.
Und vielleicht kannst du ja sogar jemanden dazu überreden, das genauso zu machen. Oder ihr guckt zu zweit auf dieses wundervolle Bildchen. Probier es einfach mal aus und ich würde mich echt freuen, wenn du mir erzählen würdest, wie es funktioniert hat. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Hier unten ist die Verlinkung und informier dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über Seminare und über meine Workshops. All meine Angebote sind mittlerweile auch online zu buchen. Ich habe dir jetzt hier auf der Seite, geht's weiter, mit ein paar Empfehlungen für weitere Videos im Themenkreis Heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und bis bald.